Hallöchen und herzlich willkommen zur zweiten Runde SIPO mit eurem Großmeister Iconix. Beim letzten Mal haben wir ordentlich auf die Fresse bekommen hier im Club. Wir sind 71 geworden und dann gestorben. Ich würde sagen, wir fangen direkt nochmal genau dort von vorne an und schauen, wie weit wir diesmal im Club kommen, in der Hoffnung, nicht zu sterben. Allerdings haben wir natürlich mit dem 31. Lebensjahr schon ein recht fortgeschrittenes Alter. Weshalb ich nicht weiß, ob es, ja, nicht klug wäre, ganz von vorne anzufangen, um den Club nochmal mit weniger Toten zu beenden, aber wir sind guter Dinge. Was hieß es denn eigentlich, dass wir den den Fortschritt verlieren? Wenn wir mal zum Wugan zurückkehren. Nee. Ich wollte jetzt nur zurück zum Wugan. Wir wissen nicht genau, was das heißt. Wir machen erstmal mit dem Club weiter. Ich wollte einmal kurz eigentlich checken, wie es um unsere Punkte steht, aber das können wir auch im Level machen. Ob wir jetzt wirklich den kompletten, also alles jetzt quasi, es wäre natürlich wenigstens cool, wenn man wenigstens so das beibehalten könnte, was man mit seinen XP gekauft hat. Aber ich nehme an, wir haben jetzt alles verloren. Bis halt eben zu dem Stand von nach dem Unterschlupf. Schauen wir mal. Charakter. Ups, nee. Charakter. Nee, Charakter nicht. Kombos? Nee. Vielleicht schauen wir nochmal kurz in die Kombos. Blitzschläge. Ja, genau, das haben wir ja. Scharfe Kante kennen wir. Die beiden nutze ich nicht so häufig. Den nutze ich. Den nutze ich logischerweise. Den nutze ich. Den versuche ich, aber irgendwie macht er den immer nicht richtig. Aufsteigende Klaue. Ich glaube, das ist der, wo er immer so den nochmal zurück irgendwie ganz komisch macht. Schwere Griffe. Ich glaube, wir müssen mal mehr schwere Angriffe machen. Rückenbrecher, rechts, rechts, links, rechts. So viel ist es ja bislang noch nicht. Komm, wir üben es mal an dem hier. Okay. Okay. Also die hauen die schweren Angriffe sofort um. Hallöchen. Okay. Sophie hat sie mir jetzt aber auch nicht abgezogen. Okay, die kommen aber nicht ohne. Alter. Der goldene Treter wieder. Gut, jetzt machen wir hier fertig. Okay, er war ein bisschen unser Trainingstier. Wir gucken mal weiter. Den Typen hier, die zwei Typen, die können wir jetzt auch noch mal ein bisschen kurz trainieren. Wir versuchen mal den Roundhouse-Kicks. Roundhouse-Kick. Wir gucken mal, ob wir heute was anderes tun wollen. Selbe Reaktion, okay. Viermal links, einmal rechts war Roundhouse. 1, 2, 3, 4. Das war kein Roundhouse. Aber es hat scheinbar wehgetan. Das war immer noch kein... Das ist dieser... Den anderen, um den ich mal mache. Vielleicht muss ich auch einfach ein bisschen vorsichtiger quasi kämpfen. Mit mehr Ausweichen. Ah, guck mal. Hier ist doch das, was ich gesucht habe. Oh! Ich habe vergessen, dass er uns jetzt noch gar nicht gesagt hat, was er uns hätte sagen sollen. Na egal. Was interessiert uns? Wir gehen ja trotzdem da lang. Okay. Nächste Runde. Ich glaube, wir halten uns aber schon mal ein kleines bisschen besser.
33 kennen, Alter. Okay, die ist dran. Ah ja, jetzt kommt wieder die tanzende Lady. Au! Okay, bei der sollten wir möglichst nicht so viel drauf gehen. Und soll nicht so viel von ihr zappen lassen. Hm. Haben wir denn irgendwie eine Flasche oder so, die wir kurz nach ihr werfen können? Das wäre schon prima. Ja. Was? Alter, sie ist ausgewichen. Was ist los mit ihr? Oh, die Flasche. Was bildet sie sich ein? Dass sie einfach ausweicht. Wir dürfen den Multiplayer nicht wieder so hoch gehen lassen. Also die Flasche, die brauchen wir. Warte mal, was ist das? Ah, okay. Ich glaube, das war Verschwendung gerade. Die hätten wir auch so gehauen. Wegen Überraschungsmoment und so. Oh, die stehen ja direkt alle hier. Hä? Nein, wieder so einer. Das gibt's ja jetzt nicht. Ach, das ist ja jetzt das jetzt. Nein, und er fängt's auch noch. Ah. Oh. Wie war mal, wir haben ja jetzt... Warum haben wir denn hier gar nichts mehr? Wir hatten doch im ersten Level schon Dinge gemacht, oder? What? Fließende Klaue. Schnell rechts, links. Alles weg. Ich werde nicht mehr. Ah, Quatsch. Eva ja auf den Boden hauen. Also manchmal, Rudi. Oh, wir gehen gleich wieder drauf. Brauch eine Flasche. Brauch eine Flasche. Nein. Okay. Okay, das wird ja schon wieder schlimmer als vorher. Nein, nein, warum greifst du den denn an? I'm in total shame. Jetzt hängen wir an diesen... ich glaube... Wir haben viel zu viel Leben jetzt hier an die schon vergeudet. Das
wir die noch zu so einem goldenen Treter haben werden lassen. Ach, das gibt's nicht. Das werde ich mir nie verzeihen. Alter, wir gehen sowas von drauf gleich. Sind überhaupt noch nicht weit genug. Wir kommen ja jetzt hier noch die zwei Dickerchen. Ja, vorher jetzt nehmen sie. Oh man. Was zum Werfen? Oder Schlag? Ja. Erstmal kurz hier ein Dickerchen wieder nachdenken. Oh, nun fokussiert mal. Ich verstehe das mit dem Fokussieren nicht. Nein! 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 Fokussier doch mal hier Dickerchen an. Zack, Augenhieb. Immer in die Augen. Oh man. Sind die schon wieder tot. Ein Schlag von ihm. Rudi. 67, das war's schon wieder. Oder was ist denn? Nur so ein Gedanke, was ist denn, wenn ich ihn vorbeirenne? Okay. Das funktioniert nicht. Mehr blocken statt ausweichen, das gibt einfach einen besseren Multiplier und hält gleichzeitig Schaden anscheinend aus. Ach, ärgerlich. Ja, die müssen wir hauen auf jeden Fall. Jetzt hauen die uns in den Rücken. Au! Nun. Immerhin sind wir jetzt 65, das 75, das waren wir noch nie. Au. Wie kann man nur alte Männer schlagen wollen? Nun. Einmal ist kein Mal. Ah. Leute, 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 Leute.
Mögen die Kampfgötter mit mir sein, das gibt's ja nicht. Ah. Und ich habe gehört, dieses Spiel kann man in unter einer Stunde schlagen. Oder in einer Stunde 20 oder irgendwie sowas. Müssen mehr blocken. Ich schau mal kurz gegen ihn, wie das mit den Blocken so. Wir hauen ihn einmal hier. So, gucken. Jetzt gucken wir mal auf sein Leben, wenn wir ihn blocken. So, was ist das jetzt für ein Schaden? Ich glaube, es ist eher seine Fokusleiste, die wir damit dann. Bin mir nicht sicher. Bin mir noch nicht 100% sicher. Hallo. Nein, lass mich den doch erstmal. Ich hab doch X dreimal gedrückt. Ich. Okay, jetzt fokussieren wir uns. 100% Fokus. Ja. Nein, wir haben wieder den Basin nicht. Dann laufen wir wieder. War ja schon ein bisschen. Der Laser-Augenboy. Den muss man kaputt machen. Okay, das war souverän. Das war souverän. Konzentration. Wow. War das souverän. Das war freaking super souverän. Nein, wir haben wieder so einen Super-Heini. Wir brauchen die Multiplier. Ohne die Multiplier kriegen wir es nicht hin. Wir brauchen die Multiplier. Mist. Wir brauchen die Multiplier. Die hat nicht getroffen. Ah,
Okay. Das läuft doch schon mal besser. Der ist keine Gefahr. Okay, wir schaffen's. Okay. Jetzt haben wir gar keine Trolle übrig gelassen, ne? Nee. Nein, warum? Warum? Ich bin doch ausgewichen. Ah, haut ab. Nein! Ich hab doch geblockt. Ja, wir versuchen es nochmal mit den Fokusdingern, aber ganz ehrlich. Wie nah muss man da eigentlich dran sein, um die benutzen zu können? Wir gucken mal nochmal. 40, das ist kein Alter. 40 ist noch in Ordnung. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, mit 40 die übrigen Level noch zu schaffen, ich glaube, das ist tatsächlich wahrscheinlich nicht so einfach. Okay, diesen Griff sollte man wahrscheinlich einfach ausweichen. Ich glaube, die anderen Dinge kann ich halbwegs verteidigen. Aber dieser eine fiese Wurfgriff, den sollten wir nach Möglichkeit nicht zulassen. Okay, jetzt kommen die wieder. Eieiei. Hallo. Ich muss zum Werfen direkt. Ja, hier. Au! Oh man. Wie kriege ich nur diesen Counter wieder runter? Kann ich den immer wieder nur um 1 sozusagen senken? Oder? Mit dem nächsten Kill kriege ich den dann immer gesenkt, aber. Alter, dieser Griffmove immer. Den nehmen wir mal nochmal hier. Rechts, rechts, links. Okay, das war's.
haben wir den Multiplier wieder gesenkt auf nur 4. Ich glaube, weiter runter geht er halt einfach nicht mehr. Man kann ihn jetzt nur um einmal senken. You were not supposed to be part of tonight's group. Let's end this quickly. Der ist aber auch eine harte Kante. You want some more? Nein, ich habe schon wieder vergessen, auf den Boden hauen ist eh. Der kann ich zum Brand. Ist irgendwas, was ich mir greifen kann? Eine Waffe? Nope. Ah. Oh Mann. Nein! Dann will ich doch nochmal den anderen Weg nehmen. Wir können ja da offensichtlich erstmal kurz in was reingucken. Hier geht's ja offensichtlich weiter. Okay, ich bin mir nicht so sicher. Egal, wir gehen jetzt einfach erstmal hier lang. Au! So viele, Halleluja, ach du Mist. Okay, zum Glück sind die alle kacke. Nein, jetzt ist ja so ein goldener... Oh Mann. You must enjoy the taste of defeat. Wir blicken schon wieder unserem Ende entgegen. Okay, was ist hier los? Dunkel? Hallo? Ah, okay. Step forward. You're about to be tested. Okay,
kannst du dir ja schon wieder nicht denken. Nein! Ich hab sowas von das Gefühl, dass es so egal ist, was ich hier auswähle. 64 wieder. Sollte man meinen. The winner becomes a king and the loser a thief. Your master's mind is broken. He will drag you and all. You disappoint me. Okay, wieder runter. Da dann. Okay. Ach Gott, wie alt wir schon sind. Wieder? Okay. Oh, warte mal, wir haben ja hier so einen Fokus 360-Grad-Sprung-Angriff. Alter, warum fokussier sie doch mal. Ich check das nicht. Auf was fokussiert er sich? Okay, es wird unsere letzte Chance sein jetzt. Das haben wir geschafft. Ah, hier waren wir schon, das ist doch der Eingang. Hier waren wir schon. Mann!
Feuerkästchen. Ja, es gibt 5 Level, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind jetzt schon 69. Eieiei. Und wir sind immer noch nicht beim Endgegner, sondern es kommen nochmal 2 so eine Lapis hier. Schlagen die nur alte Menschen? Was ist los mit denen? You impress me. Lass mich in Ruhe. Will nicht. Ist keine Waffen? Hier gibt's keine Waffen. Na gut. Nur seine. Die blocken auch so dolle. Nein, er hat seinen Stab zerbrochen. Kann ich den nicht benutzen? Ach ja. Der hat sich das Knie wehgetan. Okay. Ich habe das Gefühl, mit nur noch einem Drittel Leben oder was wir hier haben und dem letzten Leben ohnehin, das wir haben. Gehen wir auf jeden Fall drauf. Ist aber nur so ein Gefühl. C4. My arms are yours. Okay. Damit hätten wir das Feuerrätsel gelöst. Wie viele Hände und Füße der denn wohl anfasst? It represents a school for the weak and feeble. Schaffe ich, wie soll ich in drei Gottes Namen zu dem vordringen mit all diesen vielen Gegnern? Ohne so häufig zu sterben. Das ist ja ein Graus. Kann ich denn nicht erstmal. Was passiert, wenn ich jetzt hier die Rücktaste und zum Wuguan zurückkehre? Was heißt das? Ich hab's jetzt mal gemacht. Ja, jetzt sind wir immer noch 31. Wir kommen gerade aus dem Unterschlupflevel zurück. Ja, ja. Okay, jetzt können wir uns hier nochmal bei uns bewegen. Aber Halleluja. Was passiert, wenn wir... Ja, hier können wir üben. Es sind aber auch irgendwie all die Dinge, die ich trotzdem bei dem Clubhaus, dem Unterschlupf gekauft hatte, die sind jetzt auch weg, oder was? Weil ich hatte ja auch was in der ersten, im ersten Level sozusagen schon gekauft. Okay. Wir gehen hier mal in diesen Übungsmodus.
ist das denn hier auf den Boden nochmal hauen? Wie hau ich denn nochmal auf Leute auf den Boden? Das war doch E. Ich könnte schwören, das war E. Aber er hat es nicht gemacht mit E. Das ist ein Roundhouse-Kick. Zack. Ja, geht doch. Man muss ganz nah bei ihm stehen und E drücken. Dann gibt's den Bodenhauer. An. Block, block, block. Block, block. Okay. Okay, ich bin ja Meinung, ich mach das schon ganz richtig so. Sollte eigentlich klappen. So. The Club. Ein Versuch ist noch drin. Diesmal wird es aber klappen. Und wir werden kein bisschen altern. Bin mir zwar nicht ganz so sicher, aber wir geben unser Bestes. Ich bin der Meinung, wir haben eben gut trainiert. Da sollte das gehen. Ja, euch lassen wir mal heute am Leben. Aber ja, K1. An dem können wir es nochmal probieren. Komm mal her. Komm mal her. Okay, welchen Trick probieren wir an ihm aus? Private Party. Come back tomorrow. Come back tomorrow. Back off. Okay. Das ist doch gut. Und jetzt High Concentration. Wir müssen ordentlich blocken. Blocken ist the way to go. Wenn wir mehr blocken. Who the fuck are you? Dann können wir die alle schneller fertig machen. Blocken ist wichtig. Ja, ja, keiner will dich hauen. Blocken ist das Wichtige. Blocken müssen wir machen. Okay. Surprise, motherfucker! Holy shit!
Wie er einfach durchs Bewegen alles kaputt macht. Flasche. Au! Alter, aus der Entfernung. Aus der mit so einem Schmack ist. Okay, jetzt kommt wieder sie. Das schaffen wir. Ja. Oh. Oh, wir haben ihn sogar wieder auf Null bekommen. Nice. Oh, diesmal geben wir dir aber keinen goldenen. Ne, diesmal ist... Oh, er will immer der Goldene werden. Das gibt's nicht. Er will halt immer der Goldene werden. Oh, das gibt's nicht. Er will immer der Goldene werden. Nee, nicht starker Feger, sondern nee. Wollen ihn ja auch direkt hauen. Gesichtsschlag hier, den. Dann können wir ihn sicher direkt hauen. Wir müssten eigentlich genug haben, direkt für den Vorwurfsschlag. 32, kein Thema. Okay, Augenhieb tut's auch. Trifft er mich trotzdem manchmal. Auch wenn hier mein Fokusbalken noch gar nicht so benutzt ist quasi. Ich sag's, es ist Schuld des Spiels. Ah, jetzt haben wir unnötig 3 Jahre bei ihm vergeudet. Auf 1, aber besser wäre natürlich 0. Au! Gibt's doch nicht. Goddammit. Goddammit. Es ist sofort wieder los. Was, wir haben den Multiplier, aber den Death-Multiplier aber gerade noch nicht runtergesetzt. Oh, ich seh nix. Okay, weiter geht's. Sind wir gut dabei. Der war uns egal, ne? Der war uns egal. Yeah.
Okay, 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 okay. Das läuft gut. So, jetzt die Flasche hier. Gehen zu Dickerchen und Dickerchen 2. Ins Face. Baumhieb. Nein, Mann, das ist immer eine... Ah, gut, Dickerchen 2 haben wir. Nee, Dickerchen 1 ist das ja. Nein! Wir brauchen bloß die Flasche hier. Das war eine knappe Nummer. Sehr gut. Weiter geht's. Lass jetzt weiter. Ja, schau mal. Okay. Jetzt haben wir ihm eine runter. Hä, wo kommt denn der dritte her? Die ganze Zeit waren hier sonst immer nur zwei oben. Bin ich jetzt fürs Spiel zu gut geworden? Können wir jetzt hier schon extra Gegner hinpacken oder was? Ist ja wohl nicht sein Ernst. Mann, tot. Oder ist einer von denen hier unten? Aber kaum, oder? Okay, den haben wir. Aber gerade noch den Multiplikator runterbekommen, Alter, ein Glück. Komm, jetzt packen wir uns mal ein paar Fokusangriffe drauf. Die müssen wir auch mal nutzen können. Kann nicht sein, dass wir die mal nicht nutzen können. Ein Schnelltritt. Ah, nee, komm, doch. Schnelltritt auch. Okay, warte. Jetzt hauen wir den hier einen runter. Dann ist der Multiplikator schon wieder runter. So, jetzt kommt schon der Kung Fu Meier. You are not supposed to be part of tonight's group. Let's end this quickly. Ich weiß nicht genau, wie ich an den gut rankomme. Was heißt denn hier? Ich habe gar keine Skills. Hallo? Das ist ja jetzt erst eine solche Beleidigung. Für meine absoluten Kampfkünste. Ich weiß nicht richtig, wie ich an den rankomme. Der geht immer wieder sofort zurück. Und wenn ich auf ihn zu rankomme, bin ich hier sofort eins runtergehauen.
Also ich bin zufrieden mit mir. Ich bin gerade mal 40 Jahre alt, Level 2, habe meinen Modifikator runterbekommen. Ich denke, das ist eine Glanzleistung. So, diesmal gehen wir hier oben lang. Da unten gab es ja nur aufs Fressbrett. Ist hier oben los? Kann ja nur besser werden. Nein, wieder so ein goldener Flammboy. I pity you. Was? Waffenfang hier, den hätte ich gerne bei einmal danke. Hm. Jetzt sind wir 44. You must enjoy the taste of defeat. So, ich dachte noch eine Flasche da. Okay. Also hier oben gibt es nicht unbedingt weniger Hauer als unten. Hat er auch nicht eben deinen abgedanced. Ja, das ist, ist bei mir. Das ist nicht der Stream. Das ist bei mir. Ich habe schon von Ultra auf Hoch runtergestellt. Ich habe einen Spitzen-PC. Aber Epic Games ruckelt bei mir immer wie Sau. Alleine dieses Spiel gestartet zu bekommen, ist schon graus. Der Epic Games Launcher ist einfach... Ich weiß auch nicht. Aber die Stream-Verbindung hier ist sauber. Bei 6000 Kilobit die Sekunde, das sollte nicht das Problem sein. Ich kann leider auch nicht sagen, warum dieses Spiel hier so ruckelt ab und zu. Wie gesagt, RAM-CPU nicht mal zu 30% ausgelastet, aber das Spiel dänzt sich hier ordentlich an ab. Sind wir jetzt hier for real voll umsonst hochgegangen? Hätten wir doch wirklich unten lang gemusst einfach? Also ich meine, dass wir unten lang müssen, ist mir ja klar, aber ich hätte gedacht, vielleicht treffen sich die Wege auch irgendwo. Was hat es mir denn jetzt gebracht, hier oben lang zu gehen? Strange. I don't know, warum ich jetzt gerade hier oben lang gegangen bin, 3 Jahre meines Lebens vergeudet habe. Wow. Ja, vor allem immer, wenn ich Türen gerade aufmache und in eine neue Area reinkomme, dann hat er diese Ruckler. Mal dann. Nee, hier waren wir schon. Shortcut? Ja, schon ganz geil eigentlich, das Game. Auf jeden Fall so ein bisschen, macht auf jeden Fall so das Fighten sehr schön flüssig, ne, so.
auch gut herausfordernd auf jeden Fall. Wobei ich sogar das Gefühl habe, dass ich nach dem ersten Level mit Lebensjahr 31, ich glaube, das ist wahrscheinlich schon Restart wert. Weil ich nicht weiß, wie ich hier, ich meine, wenn ich jetzt mit 47 hier rausgehen würde, ich habe ja noch drei wahrscheinlich Level vor mir, laut der Hinweistafel. Ist ja unmachbar dann. Aber an sich, ganz geil. Sauber. Alter, Age 20 Challenge direkt von Anfang an, ja. Also No Death. Herzlichen Glückwunsch. Haven't you had enough? Put that down. Das ist ja, gerade wenn man damit anfängt, ist ja Qual. Da restartest du ja permanent. Kommst du ja überhaupt nicht flüssig ins Spielen. Das ist auf jeden Fall eine Challenge. Allerdings muss ich sagen, Beat'em-ups auf der Tastatur habe ich in meinem Leben auch nicht so viele gespielt, sonst eher immer auf dem Pad. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also es ist doch auf jeden Fall herausfordernder, das Spiel auch, als ich gedacht hatte. Ich hätte ehrlich gedacht, dass es nicht ganz so hart ist, aber es erinnert doch schon ein bisschen an Arcade-Zeiten. Das kann man schon mal sagen. Noch einer. Wie viel denn hier noch? Noch einer. Was ist denn hier los? So, jetzt aber. Gib mir ein Brett. So, jetzt bekommst du eine rauf. Prüfung schauen, kämpfen mir. Oh, halt ein Sabel. Bei mir zählt nur, wie viel Schellen. Was du sagst, ist mir egal. Nein. So häufig liegen wir nicht am Boden. Dann doch lieber das hier. Off we go. Get up. I'm ready. Na, komm her. Oh, da hinten. Ach, Mister, komm hier. Nein. Sorry. Doch, was ist das? Mist. So, jetzt aber. Oh. Okay. Jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. Ah ja, hier waren wir eben auch schon. Oh.
Ach ja, genau. Noch diese Lady, dann noch zwei und dann kommt... Kommt der Boy. Und wir sind schon 54. Eieiei. Hau doch mal nicht wirklich auf alte liegende Männer hauen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Kein Benehmen mehr, die Jugend von heute hier. Ich benutze auch die Fokusattacken viel zu wenig, fällt mir schon wieder ein. Wo ist der große Stock? Da. Ja, damit. Nein, hau sie auf den Boden. Hau sie auf den Boden mit E. Ja. Come on. Jetzt sind wir wieder hier. Genau, jetzt kommen noch. Achso, ja, die Truhe da. Ja, ich glaube, die müssen wir uns nicht jedes Mal angucken. Die haben wir uns jetzt schon zweimal angeguckt. So, jetzt ihr beiden. Wie alt sind wir? 54? End of the road for you. You look like you can fight. Show me. Nein, mein Stöckchen ist kaputt. Mein schönes Stöckchen ist kaputt. Du mich auch. Ist denn hier nicht noch ein Stöckchen zum Hauen? Okay, wir haben eine reale Chance, den Big Boy hier zu hauen. Auch wenn wir dann wahrscheinlich mit 71 aus dem Level rausgehen und das ganze Spiel damit nicht mehr schlagen können. Das ist es mir wert. Ich glaube, daran habe ich gleich eine Waffe. Dann über das. Bodenkonter. Okay, Abfahrt. Verbrenne mir meine Hände, kennen wir schon. Ach Gott. Okay. Jetzt sind wir uns nicht ganz so häufig treffen lassen. Oh, da hinten sind doch Waffen, oder? Sehe ich das richtig? Au! Hau doch mal ab! Jawohl, ja damit. Wenn wir doch den Waffenschaden eben noch erhöhen können. Bruder, der schlägt ja nur. Wir können es schaffen. Wir sind erst 62. Wir können es schaffen. Au! Hau doch mal! Nein! God damn it! Oh, das ist doch.
Oh, wie soll man das denn schaffen, wenn der so häufig quasi angreift? Der lässt einem ja gar keine Luft. Oh, Mist. Oh Mann. 67. Wir nähern uns dem Tode. Alter, der hört nicht auf zu hauen. Alter, man hat ja wirklich null Chance bei dem. Oh. Hilfe, Hilfe! Ich bin ein alter Mann. Ey, so helft mir doch. Ja, das habe ich vorhin auch schon gesagt, dass ich auch schon mal im Augenwinkel irgendwo gesehen habe, dass man einen Speedrun hier in unter einer Stunde hinbekommt. Oh, jetzt sagt der mir schon, ich muss mehr trainieren. Bruder. Ich habe keine Ahnung. Ey, wenn, dann müsste ich mir online mal angucken, wie man bei dem überhaupt zu einem Schlag kommt. Man ist ja nur im Blocken. Ja, gerne, gib mir einen Chip, wenn du willst. Dead. Ich habe vorhin, bin ich immer mehr ausgewichen, als ich geblockt habe und habe mir so gedacht, das bringt mir nicht so viel. Also war mein Gefühl, weil ich den Multiplikator ja dann irgendwie nicht hochbekomme oder ich kann ja auch durchs Blocken, kann ich den sozusagen den Gegner ja auch so ein bisschen zurückstoßen und ihn für einen Angriff öffnen. Ich hatte das Gefühl vorhin, wo ich permanent ausgewichen bin, dass es nicht so gut funktioniert dann. Deswegen habe ich jetzt versucht, mehr zu blocken, weil ich dachte, keine Ahnung, vielleicht hilft es mir, indem ich dann mehr Schaden austeilen kann oder so. Das stimmt wahrscheinlich. Oh man, oh man. Oh man, oh man. Tja, Leute. Für heute sind wir erstmal am Ende. Mein. Was ist das eigentlich? Das ist ja kein Kimono, mein Kampfsuit. Ist auf jeden Fall ordentlich durchgeschwitzt. Vor Kampfstress. Swordlord. VR.
nehme an für Virtual Reality. Danke dir auf jeden Fall für deinen Tipp. Ich werde ihn beim nächsten Mal versuchen zu beherzigen. Wahrscheinlich aber trotzdem permanent auf die Fresse bekommen. Ich danke dir für deinen Follow. Ich wollte dich auch gerade noch dran erinnern, damit du das nächste Mal nicht verpasst, wenn ich online bin und aufs Fressbrett bekomme. Danke dir auf jeden Fall fürs Follow. Für heute bin ich erstmal fertig. Ich hoffe, man hat auch gesehen, mein schön asiatisches Kostüm. Ich habe einen Bann, ich habe mir Ketten umgemacht und meine schön asiatische Kampfklamotte getragen. Also leider hat das nicht so viel gebracht. Aber vielleicht lassen sich die Gegner das nächste Mal mehr beeindrucken von meinem nice Style. Insofern hoffe ich, du bist auch das nächste Mal dabei. Wenn es wieder heißt, ich bekomme auf die Fresse und weine bitterlich dabei. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Weiterhin viel Spaß an eurem Dienstagabend. Und wieder schauen, reingehauen. Bis dahin.